Trackstores Evo Player 7 zielt sichtbar auf den Massenmarkt. Verpackt ist das Gerät in einer transparenten Blisterpackung. Der E-Book Player mit Farb-LCD-Display ist ein Multimedia-Abspielgerät, mit dem man auch E-Books lesen kann. Zum Lieferumfang gehört ein Quick-Start-Guide, ein USB-Ladekabel sowie Sennheiser-Ohrhörer. Rechts neben dem Steuerkreuz sieht man hier eine Start-Stopp-Taste für Musik- und Filmdateien. Für bequemes Umblättern von E-Books sorgen spezielle Tasten links und rechts vom Display. Die Schnittstellen sind an der Unterkante des E-Book Players zu finden. Kopfhörerbuchse, USB-Port, Einschub für SD-Karten sowie der Einschaltknopf. Auf der Rückseite gibt es einen externen Lautsprecher. Nach dem Einschalten gelangt man direkt in die E-Book-Übersicht. Das zuletzt gelesene Buch ist dort ganz oben mit Miniaturcover und Textausschnitt von der aktuellen Seite zu sehen. Die restliche Liste ist alphabetisch angeordnet. EPUBs lassen sich mit dem E-Book-Player genauso bequem lesen wie PDFs. Die Umblättertasten am Rand erlauben auch die einhändige Lektüre. Über die Zoom-Taste lassen sich 5 verschiedene Schriftgrößen wählen. Zu den weiteren Textfunktionen gehört das Setzen von Lesezeichen. Auch Display-Eigenschaften wie Schriftfarbe, Hintergrund und Helligkeit lassen sich verändern. Wer möchte, kann beim Lesen auch MP3s hören, entweder mit den mitgelieferten Kopfhörern oder über die externen Lautsprecher. Zu den besonderen Vorzügen des LCD-Displays gehören auch farbige E-Book-Cover. Um neue Bücher auf den E-Book-Player zu bringen, muss man via USB-Kabel eine Verbindung zum Desktop-PC herstellen. In Trackstores eigenem E-Store warten übrigens bereits 3 Gratis-Titel auf die Käufer des E-Book-Players. Mit der Firmware der 7M-Version des E-Book-Players lassen sich auch Filme abspielen. Ansonsten sind die Geräte baugleich. Das Display eignet sich perfekt zum Anschauen von Filmen im 16:9 Format. So viel Multimedia geht allerdings auch auf Kosten des Akkus. Mehr als 8 Stunden Betriebs sind nicht drin. Der E-Book-Player ist eben kein normaler E-Reader, sondern ein Multimedia-Abspielgerät mit E-Reader-Funktionen.